Sei originell, sei selbstbewusst, sei authentisch, sei mutig, sei offen. Das sind einige der Aussagen in der modernen Coaching, Supervision, Persönlichkeitsentwicklung im Sinne von Selbstoptimierung und so weiter. Jeder soll seine Individualität kultivieren. Auch in der jungschen Psychologie gilt als ein Ziel die Individuation. Auch in der Anthroposophie wird irgendwo gesagt, dass der Mensch sich in seiner Individualität stärken soll. Und bis zum gewissen Grad ist das ja auch hilfreich. Auch Krishna sagt in der Bhagavad Gita, finde heraus, was ist deine Swarupa, was ist deine Wesensnatur, was ist deine Prakriti, was ist so das, was in dir schlummert. Und lebe es, mutig, offen, authentisch und so weiter. Aber dieses authentisch und originell sein muss ergänzt werden von Höflichkeit, Respekt, Mitgefühl, tätiger Nächstenliebe. Nur sich in seine Individualität zu verlieben, führt letztlich zur Trennung, Abkapselung und schließlich zum Unglück.